Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4 aus dem Ranch DLC. So, was ich jetzt gerade mal als erstes machen würde, debattieren üben, Mehrauswahl Sim bearbeiten, weil es gab jetzt ein kostenloses Update vorgestern am Dienstag gab es ein kostenloses Update. Und da hat es jetzt Halloween on Seas gegeben für die Leute. Die können wir denen jetzt natürlich auch gerade mal, würde ich zum Beispiel als Schlafkleidung oder so nehmen. So, gucken wir mal. So, erstmal die junge Dame. Schlafklamotten. So, da würde ich dann nämlich jetzt mal gerade gucken. Weiblich. Kann ich hier irgendwie nach neu filtern? Inhalt. Ist das bei Feiertage? Fashion Street? Wo finden wir das jetzt am schnellsten? Hab ich irgendeine Markierung von dem, was hier neu ist? Das ist neu. Okay. Das ist aber nicht das, was ich suche. Scrollen wir einfach mal hoch. Gucken mal, wo noch wieder was Neues ist. Ist hier noch irgendwo was Neues? Wow. Wenn ich zumindest wüsste, wonach ich hier suchen, genau suchen kann, wäre das natürlich schon hilfreich. Vielleicht machen wir das auch nochmal raus. Farben, Material, Outfit-Kategorie. Freigeschaltet? Nee. Okay, müssen wir so doch gerade mal durchscrollen. Dass ich zumindest mal weiß, wonach ich hier suche. Müsste ja eigentlich als neu markiert sein. Wage ich jetzt mal zu behaupten. Oh, ist Weihnachtskleidung. Kannte ich so auch noch nicht. Aber ist auch nicht das, was ich suche. Also die Weihnachtskleidung habe ich mit Sicherheit schon mal irgendwo gesehen, aber... So, wo haben wir es denn? Mhm. Edel. Hoppala. So war das nicht geplant. Das waren die Sachen, die ich jetzt so noch nicht gesehen hatte. Aber ist auch nicht das, was ich suche. Da müsste es eigentlich noch mehr Neues geben, was ich noch nicht hatte. Wie gesagt, das eigentlich...
Keine Ahnung. Eigentlich hätten die mit dem Update reingespielt werden müssen. Dann gehen wir jetzt doch mal auf Schlafkombis. Weiblich. Ja, vielleicht ist das bei Party dabei. Nee, keine Ahnung. Ist das Nachtwäsche? Sind das die hier, die ich suche? Keine Ahnung. Aber ich glaube, sie kriegt mal so ein Ding. Und, keine Schuhe. So, ja, dann brauche ich bei den anderen wahrscheinlich gar nicht. Bei ihm könnte ich vielleicht gerade nochmal gucken. Ist das vielleicht bei Nachtwäsche dabei? Nee. Keine Ahnung. Ist das deine Alltagskleidung? Da könnten wir eigentlich noch was anderes machen, ne? So sieht doch ganz nett aus. Ja, keine Ahnung, wo die Halloween-Sachen sind. Eigentlich hätten sie hier drin sein sollen, aber egal. Aber das Update ist geladen. Na gut, nee, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Dann geht's halt auch ohne. Versuch war es wert, aber irgendwie finde ich sie nicht. Dann machen wir so weiter. Ja, aber mit dem Update ist auch einiges an Fehlerbehebung hat da stattgefunden. Das ist auch schon mal gut. So, du wirst müde. Du könntest aber noch kurz mal noch joggen gehen, ne? Ist auch kein Fehler. Energiegeladen joggen, genau. So, auch du bist am Schreiben. Lied schreiben. Das dauert auch immer eine ganze Weile, aber du kriegst langsam Hunger. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal was essen. Haben wir hier noch was drin? Mehr Auswahl, ja. Ein Gericht nehmen. Was hat die hier an unseren Dings gemacht? Oh, die Hühner haben nicht allzu viel. Du kannst hier gerade mal Futter noch verstreuen. Und dann vor allen Dingen mal wieder hier weiterarbeiten, ne? Auch nicht unwichtig, dass du da weiterkommst. So. Hausaufgaben hattest du, glaube ich, fertig, wenn ich es richtig weiß, ja. Schafen und so geht's gut, so wie es aussieht. Du kannst hier mal, ne, im Inventar platzieren, machen wir nicht. Du kannst dann mal Pferdemist einsammeln. Was machst du? Unsere Ranch-Hilfe. Hauptsache, sie versorgt die Tierchen. Ah, du könntest mal hier ein bisschen klettern, ne? Spiel du mal. So, du isst mal noch ein Ründchen.
wie, was haben wir eigentlich? Winter? Ja, wir haben Winter, Tag 1. So, dann wird es auch bald wieder alles weiß sein. Und tief verschneit. Ach, du räumst das schon auf. Okay. Ja, dann brauchst du das ja nicht. Hast doch schon die Aufgabe nicht mehr. Okay. Yuma. Du könntest dann aber hier nochmal ein Bild malen. Ein verspieltes Gemälde. Das wäre ja auch kein Fehler. Bedürfnisse verwalten. Eingehender Anruf. Entdeckungsquest. Alle Sims haben Bedürfnisse. Diese können bestimmen, ob sie sich Sim glücklich, traurig oder müde fühlt. Erfülle seine Bedürfnisse und werde belohnt. Okay. Bedürfnisleiste öffnen. Wo finde ich denn die? Carlos, ja, geh ruhig ran. Du hast Bedürfnisse Verwaltungsentdeckungsquest freigeschaltet. Im Rahmen dieser Entdeckungsquest erfährst du mehr die Bedürfnisse deiner Sims. So, wo haben wir denn die Bedürfnisleiste? Ach, das ist die da unten. Wenn du die grundlegenden Bedürfnisse deines Sims erfüllst, kann er ein glücklich und erfolgreiches Leben führen. Doch wenn sie jedoch absinken, erhält er negative Gefühle und kann sogar ums Leben kommen. Bedürfnisleiste öffnen. So, Kontakt zu einem anderen Sim knüpfen. Das kriegen wir hin. Wir reden mal mit ihr hier. Menschhilfe, freundlich. Smalltalk, kennenlernen. Danach können wir noch duschen und baden. Ja, das Bild ist auch bald fertig. Weiß nicht, warum das jetzt plötzlich kommt. Das ist neu an den Bedürfnissen. Eigentlich nichts, ne? Eigentlich ist nichts neu dran. So. Du kannst mal duschen. Und du kannst da mal noch auf Toilette gehen. Eine Mahlzeit kochen oder eine schnelle Mahlzeit essen? Mahlzeit kochen könntest du dann machen. Kochen. Du kannst zum Beispiel einen lecker Salat machen. Wassermelonensalat. So, du gehst aufs Klo. Sehr gut. Ein Buch lesen oder Fernsehen. Okay. Dann kannst du mal ein Buch lesen. Problemscheune. Lies das mal. Du würdest gern joggen gehen, weil aktiv. Reparieren bitte. Braune Haare und Salsa sind alle in die Jahre gekommen, das ist okay. Du kochst. Dann kannst du gerade mal ein Nickerchen machen, dann ist das auch erledigt. So, du liest. Sehr gut. So, Anruf. Zu spät. Zu spät. So, du würdest gerne joggen gehen, aber du bist andererseits auch müde.
So, du bist auch müde. Bedürfnisse verwalten. Glückwunsch, du hast den Bedürfnisse verwalten Entdeckungsquest abgeschlossen. Bedürfnistränke. Okay. Belohnung verdient. Ich weiß nicht, warum diese Quest jetzt so plötzlich hier kam, was sich da jetzt geändert hat, aber gut. So, du kannst mal aufstehen. Du wolltest gerne noch duschen. Ja, leg du dich mal richtig schlafen. Du leg dich auch mal richtig schlafen. Wie geht's dir? Bei dir ist noch alles grün, ne? Kannst du mal noch weiterarbeiten? Weil die Arbeit muss natürlich auch fertig werden. So, du duschst und dann kannst du auch mal schlafen gehen. Und dann können wir den Mitchell nachher auch noch schlafen schicken. Erstmal muss er seine Arbeiten machen. Und dann kann er noch was essen, noch duschen, noch aufs Klo gehen und dann sich schlafen legen. Vielleicht sollte man direkt mal was essen lassen. Mehr Auswahl öffnen. Hält noch 6 Tage, hält noch 2 Tage. Nimm mal ein Gericht. So, dann gucken wir mal. Das Buch. Können wir ihr mal ins Inventar packen? Das kann sie vielleicht später mal noch weiterlesen. Telefon. Ja. Gemütlich im Schaukelstuhl sitzen und was essen. Und es schmeckt ihm. So muss das sein. So muss das sein. Ja, komm. Kenne Fay. Oh. So, genau, du wolltest noch duschen und noch aufs Klo. Dann haben wir das nämlich alles erledigt. Und dann kannst du dich schlafen legen. Oh, Wäsche müssen wir auch machen. Gucken, ob das noch reinpasst. Aber hier ist noch ein relativ leerer Wäschekorb, müsste noch funktionieren. Müssen wir morgen mal Wäsche waschen? So, aber wie ich sehe, ist die Zeit auch um, deswegen beenden wir die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.